Schließ die Reihen! Dadurch, dass sie die ganze Zeit so viel Schaden durch den Gefrierbrand gekriegt haben. Oh, da ist noch eine Truhe. Was wünscht ihr? Alles klar. Es sind ja zwei große Belohnungstruhen hier. Schwupps. Zu Befehl. Unverzüglich. Gut, das heißt, wir gehen jetzt ins Kolosseum zurück. Allein das schon finde ich interessant. Gerade eben kam hier unten ein Angriffsmarker. Ist gerade ein bisschen verbuggt. Ja. Ah ja, wir gehen jetzt ins Kolosseum, machen die Kämpfe, die uns noch fehlen. Kolosseum. Dann gehen wir zurück, plündern die vier Truhen, ziehen uns. Willkommen im Kolosseum! Nochmal zurück. Auf meinem Befehl. So, jetzt holen wir aber erst einmal die Titanen, die wir noch holen können. Also, ach, als nächstes ist. Neueröffnung! Kommt her und staunt! Als nächstes sind die Imperialen dran. Ja, die könnten spaßig werden. Oh, genau. Bist du der Ringhändler oder ist der Ringhändler der da drüben gewesen? Du bist der Ringhändler. Schlecht ist er ja nicht, der Ring. Gib mir den mal. So, dann halten wir den 16er, behalten wir und wir nehmen noch. Wobei der Ring der Wächter um einiges besser ist. Gut, dann machen wir es so. Das ist beliebige Magieart und das ist der Ring der Wächter, von dem wir viel zu viele haben. Gut. Das war nämlich meine Intention, warum ich hier auf 18, 18, 17, 17 gegangen bin. Weil wir haben kein 18er Schild, wir scheinen noch keins zu kriegen. Es scheint auch keins zu geben, nur ein 19er. Seht her, neue Waren im Angebot. Habt ihr euch für einen Streit entschieden? Ja, ich hätte gern alle. Ich möchte den Greifenreiter auf Ausbildungsgrad 4 für 4000 Gold kaufen. Er wird euch in der nächsten Runde zur Seite stehen. Ah, neue Waren, kommt her. Habt ihr euch für einen Ich möchte den Baumwächter auf Ausbildungsgrad... Er wird euch in der... Ja. Habt ihr euch für einen Streit... Ich möchte den Zyk... Er wird euch in der... Habt ihr euch für... Nö, ich kann jetzt ja nichts mehr kaufen. So, jetzt habe ich die komplette Armee. Kann sein, dass in dieser Runde dann was drauf geht davon. Bei 5 Runden müssen wir jetzt noch in der Arena bestehen. Dann haben wir Kampf im Kolosseum auch abgeschlossen, haben die letzte Schädelmünze. Eine neue Lieferung ist eingetroffen!
Ja, das glaubt, das Goblin-Rennen geht auch hier durch die Arena, nämlich hier ist, glaube ich, die Startlinie und Endlinie. Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf in der Arena oder schleicht ihr euch feige von dannen? Der Kampf soll beginnen. Sehr gut, durchschreitet das Portal. Viel Glück. Gut, das heißt jetzt gegen das Imperium. Gladiatoren, Auf meinen lasst den Befehl Kampf hier. beginnen. Vorwärts. Hier, zum Angriff. Vorsicht. Bereit. Zeit zu sterben. Okay, der Todesherr bleibt lieber mal wieder da hinten. Sofort. Und ich sollte allen sagen. In die Schlacht. So, Zeit zu erst muss sterben. der Erznekromant weg. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Schnell. Auf mein Zeichen für die Freiheit. Als nächstes der Zarach-Prediger. Achtung! Ja. Zurück mit euch. Vorsicht! Auf mein Kommando. Hey, es lebt noch alles. So, jetzt muss noch der Todesherr weg, der irgendwie in der Ecke festsackt. Vorsicht! Au, der kann wehtun. Vorsicht! Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Ja, damit waren es nur noch 4 Runden. Auf mein Kommando. Jetzt kommt. Ein neuer Händler hat eröffnet! Ah, ein neuer Händler? Oh, die da unten. Die ist wirklich neu. Oder ist sie neu? Mal gucken. Weil ich weiß, ihn hatten wir und ihn hier drüben hatten wir auf jeden Fall. Es waren eigentlich nur 4 Händler mal. Okay, sie hat nichts Tolles, Besonderes, nur den edlen Hasim-Säbel, den wir sowieso selber schon haben. Da muss sie neu sein.
Sollte jetzt vielleicht eh mal die Händler kurz abklappern und gucken, wer von ihnen Dings hat. Set-Teile. Ich muss zum Beispiel auch noch den Helm hier kaufen. Sie hat nette Sachen, aber nichts, was wir wirklich tragen könnten, bräuchten. Auf der Seite ist nichts. Da ist der Weltenrichter, den ich gerne tragen würde, aber nicht kann. Also, wenn ich so durchgehe, sehe ich keine Set-Teile bei ihr. Es gibt ja auf jeden Fall ein unvollständiges Set, nämlich das Fernkampfset. Da gibt es zwar das letzte Teil in der Datenbank, aber es droppt nirgends. Man müsste sich's mit Konsole hercheaten. Und das mache ich jetzt nicht unbedingt. Ich benutze die Konsole nur für legitime Sachen, wie zum Beispiel Hearings, Dialoge freischalten oder Bugfixing. So, hier haben wir sehr viele Sachen und haben Erions Wissensrobe. Die kaufen wir. Ja, als nächstes sind die vier Golems dran. So, du hattest, glaube ich, keinen Ring, der Teil eines Sets war. Nein. Du müsstest aber noch irgendwelche Set-Teile haben. Also, ich glaube, du warst der, der Nithals Helm hat. Den bräuchten wir dann unbedingt. Also gucken wir mal. Nein, nein, nein. Genau, den Helm hätten wir gerne. Ansonsten ist auf der Seite nichts. Nebelpanzer, nicht schlecht, aber. So, dann gucken wir noch einmal kurz bei ihr. Wobei, das können wir nachher machen. Ich stehe, aber zuerst gibt. So, was kriegen wir? Rüstung der Bewahrer, okay. Magierjägerbeinplatten. Roter Glanz ist wahrscheinlich eine Waffe oder etwas in der Richtung. Oder. Ach, ein Ring. Und Erfahrungspunkte, gut. Na, habt Ja. der Kampf sehr gut. Nächster Kampf. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Zurück mit euch!
auf mein Zeichen. Ich sag ja, die sind wirklich am harmlosesten. Zurück mit euch! Gefühlt.